Also, hallo, hallo und willkommen zu meinem Video. Ihr seht, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Tannenbaum. Er steht unter einer Dachschräge, deswegen ist es ein kleiner Baum. Aber es ist ein echter Baum. Deswegen seht ihr einen blau-braun-grünen Weihnachtsbaum mit Leucht-LEDs, die nicht ansatzweise die Leuchtkraft haben, wie ich sie gerne hätte. Und willkommen zu 10 YouTuber, Furry-YouTuber, die 2021 einen besonderen Erfolg hingelegt haben. Das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dem ich das mache, also 2019, 2021. In der Videobeschreibung ist das verlinkt, wo ihr auch die anderen Jahre findet und hier oben findet ihr das letzte Jahr. Ich werde die statistischen Fakten ein kleines bisschen abspecken für euch in der Präsentation hier. Heißt aber nicht, dass ihr sie im Excel-Dokument in der Videobeschreibung nicht nochmal alle nachlesen könnt, um einfach zu sehen, wie ich was berechnet habe. Aber ganz kurz der Exkurs: Ich rechne auf Basis von drei Werten. Das eine ist, wie viele Klicks hat der YouTuber dieses Jahr gehabt, wie viele Abonnenten hat der YouTuber dieses Jahr generell und wie viele Abonnenten hat er dieses Jahr dazu bekommen. Die drei rechne ich zusammen, rechne daraus den Schnitt und werte dann von, sage ich mal, ersten Platz bis runter zum 210. Platz. Ich habe tatsächlich 210 Furry-YouTuber angeschaut, analysiert und verglichen. Fangen wir also an mit Platz 10. Platz 10 belegt Sky High Studios. Dieser Kanal war letztes Jahr auf Platz 7 und jetzt auf Platz 10. Klingt erstmal schlecht, ist aber gut, weil es extrem schwierig ist, einen Hype zu halten. Das heißt, dass man nicht von den Top 10 noch weiter abrutscht. Der Content besteht aus Fursuit-Bau-Tutorials auf der einen Seite und Präsentationen der gebauten Fursuits auf der anderen. Es gibt auch so ein paar kleine Meinungsvideos. Zum Beispiel Rating Fursuits, Things Fursuiters Hate and Furries and the Media. Das bekannteste Video war Rating Your First Fursuits Volume 2 mit 98.000 Aufrufen. Beim Titel dachte ich mir erst so, ha, werden jetzt Fursuiter und Fursuits geroastet? Aber so gar nicht. Sie geht super positiv damit um, ist wenig judgy und sagt halt, hey, ja, vielleicht war der Fursuit scheiße, aber guck mal, wie gut du heute bist. Damit rechtfertigt sie auch sehr schlechte Fursuits, was sie, finde ich, von meiner Seite aus sehr sympathisch macht. Platz 9 mit letztem Jahr Platzierung 16 ist Candy Paws. Der Content besteht überwiegend aus Let's Plays von Little Nightmares und Genshin Impact. Generell ist aber auch sehr viel Gaming mit der Face Rig Software dabei. Die hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört oder auch gesehen. Da das alles seltsamerweise nur wenige tausend Aufrufe hat, kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Das bekannteste Video aus diesem Jahr ist I went viral on TikTok for what? Das erklärt übrigens, warum dieses YouTube-Video bekannt ist. Dieses YouTube-Video war ein absolutes One-Hit-Wonder. Denn wenn man sich ihr TikTok anguckt, dort hat sie 216.000 Follower und in der Summe 1,6 Millionen Likes. Dass da ein Teil des Erfolges auch auf YouTube rüberschwappt, ist dann keine Überraschung mehr. Aber glaubt mir, sie ist nicht die Einzige in dieser Liste, die einen TikTok-Hype auf YouTube mitnimmt. Platz 8 ist eine große Überraschung, denn der YouTuber war vorher auf Platz 93 und ist jetzt auf der 8, und zwar Jace. Mit einem unglaublichen Wachstum von 1128%. Ich wollte jetzt eigentlich über den Content reden, aber oh boy, können wir uns bitte einfach mal ganz kurz über das Titelbild unterhalten? Was ist das? Und alle anderen Videos sind ausnahmslos VR-Chat. Furry Tests, Furry Scientists und Furry Abuse? Okay. Springen wir zum bekanntesten Video. Ach fuck! Das bekannteste Video ist Furry Abuse on VR Chat. Das ist also ein riesiges UFU, dass YouTube dieses Video nicht sperrt. Holy shit! Und das für eine Szene, die 5 Sekunden geht, wo es darum geht, dass jemand mit einer Bratpfanne jemand anderem ins Gesicht schlägt. Und ja, mehr passiert da eigentlich nicht. Das war's. Wirklich. Wirklich. Naja, okay. Machen wir weiter mit dem 7. Platz. Rayal the Protogen, hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen, der vorher auf Platz 71 war und ein Wachstum von erstaunlichen 545% hat. Vom Content her ist es irgendwie eine Mischung aus VR-Chat, Gaming von Furry Games und auch Gaming von anderen Games. Ich habe jetzt sehr auf Games gesagt, aber auch eben Experimente wie ein Kurzfilm oder ein Musikvideo. Das bekannteste Video ist Lore of the Protogens. Also ein sehr, sehr und wirklich sehr ausführliches Video über alles, was man rund um Protogene wissen sollte. Und dieses Video geht einfach über 20 Minuten. Das ist kein Vergleich zu einem Video, wie es Beta gemacht hat oder einem Video, wie es ich gemacht habe. Es verwendet sehr geile Bilder. Der Fokus ist auf Inhalt und Erzählung. Und holy shit, Ryan hat eine echt nice Stimme, wenn es darum geht, etwas zu erzählen. Denn man sieht nur Bilder.
Deswegen, das ist definitiv ein richtig cooles Video. Platz 6 belegt Soul Saber, die vorher letztes Jahr auf Platz 9 war. Der Content besteht aus Animationsvideos über Themen im Furry Fandom. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie es Beta Editor der Lothar früher gemacht hat oder wie es Chip Flake jetzt auch früher gemacht hat. Zum Beispiel Furries are weird und oh, hat sie damit recht. Oder auch sowas wie Answering commonly googled furry questions. Das bekannteste Video von ihr ist What happened to my Bell Buddies plushie? Und sie spricht da darüber, wie sie von einer Person, die Plushies baut, gescammt wurde. Und das war nicht mal irgendeine China-Scheiße, wie man es teilweise von DHgate oder sowas kennt. Das war ein Furry, der Plushies baut und explizit andere Fursuiter betrügt. Ehrlich, ich fühle das total und es tut mir super leid für sie. Auf Platz 5 ist JTingF. Vorher letztes Jahr auf Platz 2 tatsächlich. Ich würde euch gerne richtig viel zum Content sagen und zeigen, denn es geht wieder über Protogens, die dieses Jahr diese Liste absolut dominieren. Die Sache bei JTing ist, es wurden dieses Jahr lediglich 2 Videos hochgeladen. Das weniger bekannte ist der Neon Toaster. What the fuck? Und das beliebteste war The Best Protogen OS, also Original Species. Und ich kann euch sogar sagen, was dieses Video am besten und am meistgeklicktesten macht mit über 1 Million Aufrufen. Doch bevor ich es ausspreche, das Video geht 11 Sekunden. Mit entsprechenden Credits und Quellenangabe zeige ich euch das einfach mal. Einfach das GameCube-Intro rein zu editen in diesen Visor macht den Nerd in mir wirklich sehr, sehr glücklich. Platz 4, der letztes Jahr auf Platz 26 war, ist Wagner Mutt. Wagner Mutt? Wagner? Steinofenpizza, der dieses Jahr auch 8,4 Millionen Aufrufe generieren konnte. Ich kenne die Sonne von ihm, aber ich habe ehrlicherweise auch YouTube nie wirklich auf dem Schirm gehabt bei ihm. Es sind kurze Animationen, keine ist wirklich länger als 1 Minute und super random, aber auch super unterhaltsam. Und ich habe jetzt wirklich durch ein paar durchgeskippt extra für dieses Video und fand es halt echt lustig. Und vom Zeichenstil erinnert es mich so ein bisschen an Jim Cody. Das bekannteste Video ist Macaroni and Chimken Strips. Und auch hier wieder, wie davor, das Video ist so kurz, das müsst ihr einfach sehen. Macaroni with the chicken strips. Also, Platz 3 ist jemand, der letztes Jahr auf der 1 war und jetzt auf die 3 gerutscht ist. Flug. Ach, naja, ich habe jetzt vor ein paar Monaten schon ein Video gemacht über seinen sehr sexualisierten, aber auch, ich will keinen Leider sagen, aber auch sehr professionalisierten, Deutsch, Ackermann, Deutsch, Content. Kurz gesagt, gut gedrehte und geschnittene Videos. Aber alles mit so einem sexuellen Unterton, den man vor allem im Titel und oder dem Thumbnail findet. Ganz neu zum Beispiel das Video hier. Den Titel muss ich nicht vorlesen. Ihr seht es jetzt. Ja. Ja. Bekanntestes Video ist Am I doing this right? Yoga Poses featuring Tyrus. Ach naja, das Thumbnail, ich sag mal nichts dazu. Aber letzten Endes ist es sogar unspektakulär. Sie sind in ihrem Zimmer und machen Yoga Posen. Das ist nicht mal ein aufwendiges Video. Deswegen, ne, das war's eigentlich inhaltlich vom Video. Platz 2, der letztes Jahr Platz 8 war, ist Beta Ada the Lothar, der erstaunliche 8,9 Millionen Views dieses Jahr generiert hat. Was soll ich zum Content sagen? Seine Videos dieses Jahr sind fast ausschließlich Stream-Highlights von Twitch. Seine Videos sind vom Titel oder vom Thumbnail teilweise genauso sexualisiert wie die von Flug. Allerdings habe ich mit seinen Videos, und das habe ich ja auch schon mal in einem Video vor ein paar Monaten, ich glaube ich zeigt da hier mal drauf, dann könnt ihr das mit anklicken, schon drüber berichtet. Seine Thumbnails und Titel sind absolute Irreführung. Das ist der Clickbait, wie er nicht sein sollte, weil man anhand des Titels und des Thumbnails absolut nicht mehr weiß, worum es in diesem Video geht. Und das finde ich falsch. Aber naja, sein bekanntestes Video ist Furries React the Furry Disease. Hier erkennt man, woran es geht. Und dafür, dass das Video nur eine unaufwendige Reaction ist, Respekt. Ich habe das auch gemacht und andere auch. Und ich glaube, er hatte hier sehr viel Zufall durch den YouTube-Logarithmus, dass dieses Video so viral gegangen ist. Wahrscheinlich auch, weil er einer der ersten war, der darauf reagiert hat. Und auch dafür, dass es eigentlich nur ein Stream-Highlight ist und ein Upload auf YouTube von etwas, was er auf Twitch produziert hat. Bevor wir jetzt zum ersten Platz kommen, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, aber der auch das erste Mal auf Platz 1 ist, möchte ich die Frage in den Raum werfen, die euch vielleicht beschäftigt.
Wo sind die Top 10 von letztem Jahr? Auf welchen Plätzen sind die jetzt? Glitch ist von Platz 10 auf die 14 gerutscht. Furry Foofy von der 5 auf die 12 und Ash Coyote von der 4 auf die 14. Ace Squirrel konnte seinen Hype auch nicht halten und ist von der 3 auf die 19 runtergefallen. Und wer hat gerade so die Top 10 verpasst? Kommen wir noch ganz kurz zu den Plätzen 20 bis 11. Arrowhearts ASMR ist auf der 20 gelandet. Ace Squirrel, wie bekannt, auf der 19 und The Beast Cup auf der 18. Pokari Roo auf der 17 und Greeny Wolf auf der 16. Glitch auf der 15, wie bereits erwähnt, und auch Ash Coyote auf der 14. Stormy Wolf ist auf der 13 und Furry Foofy auf der 12. Und auf der 11, dessen Name in diesem Video noch gar nicht gefallen ist, ist Odin Wolf. Und wo ist Akeban? Wo bin ich? Naja, mein alter Kanal ist auf der 101, ist also auch ein paar Stufen abgerutscht, weil ich dort ja auch kein Content mehr hochlade. Und mein neuer Kanal, der ja noch ein bisschen arg klein ist, ist auf der 126. Kommen wir zu Platz 1 und die Person war letztes Jahr auf Platz 6 und es freut mich sehr, sie zu ehren für den ersten Platz und das ist Nefertiti. Mit einem Wachstum von 86% und 3,7 Millionen Aufrufen. Der Content besteht aus Fursuit-Bau-Tutorials und ein paar YouTube-Shorts mit verschiedenen Fursuits, die sie dann in der Regel auch gebaut hat. Auch auf TikTok ist sie nicht unbekannt und der Erfolg von TikTok schwappt einfach auf YouTube über. Sind jetzt, glaube ich, zwei Leute von TikTok und eine Person von Twitch, die den Erfolg von einer anderen Plattform mit auf diese nehmen. Ich finde sie sehr angenehm und nett zu schauen, vielleicht auch, weil ich selbst Fursuit Maker bin. Und deswegen gönne ich ihr absolut den ersten Platz. Das bekannteste Video ist How to make Floor Dragging Tails. Also wie man Tails macht, die so ein bisschen am Boden schleifen. Und auch die Tails, die sie da baut, sind einfach wirklich, wirklich handwerklich sehr, sehr schön. Und ich finde es halt umso besser, dass dieses Video quasi ein Abziehbild davon ist, was sie eigentlich wirklich macht. Also kein One-Hit-Wonder, sondern wirklich, sie macht ihren Content, sie macht ihn gut, sie macht ihn richtig und auch ihr Content ist das bekannteste Video, nicht irgendeine Ausnahme, die sie gemacht hat, was ich sehr, sehr begrüße. Jetzt sind wir am Ende dieses Videos. Weihnachten ist rum, auch wenn der Baum hier noch steht. Ich dachte erst, ich lade das vor Weihnachten hoch, aber ich mache jetzt am Mittwoch Unboxing und am Samstag Weihnachten und Zeug. Es wird viel, es wird sehr, sehr viel. Und ich bin sehr gespannt, deswegen. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich freue mich. Kommen wir also kurz zu den Patrons. Genau, wie es der andere Akeban schon angekündigt hat. Einmal ein riesiges Danke an alle meine Patrons. Vor allem den Flauschgott Chico. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Riesiges Danke an dich. Und natürlich auch alle anderen Patrons nicht zu vergessen. Vor allem die drei ultimativen Flauschis. Kenai Amarok, Dabarf und Grey the Furry. Und auch alle unglaublich fluffigen Flauschis. Ino, Prien, Paco, Redfox, Fagolfo, Freezy, Percy, Swallywolf, Medinos, Razor, Fetch, Simfote, Kodiak und Sotur. Ihr und auch alle weiteren tollen Flauschis, die mich auch wahnsinnig unterstützen. Ihr seid toll. Ein riesiges Danke an euch alle. Und nachträglich schon mal fröhliche Weihnachten. So, und jetzt befinden wir uns auf der Endcard. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe ja zwei Videos schon vorher immer wieder hier verlinkt. Ihr kommt da drüben da drauf. Also, ja, beziehungsweise auf eins von diesen beiden. Nämlich, wo ich auf andere YouTuber reagiere. Und darunter kommt es zu meinem Furtuber-Ranglisten-Video vom letzten Jahr. Könnt gerne reinschauen, ich lade da mal sehr viele Infos zu den 31 hoch, wie ihr es jetzt auch aus diesem Video gesehen habt. Bleibt flauschig, habt ein frohes neues Jahr, ich werde an Silvester nochmal ein Video hochladen, aber dennoch. Und bleibt auf jeden Fall flauschig und so toll und fluffig, wie ihr seid. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.